Ach du Scheiße. Und wie soll man da durchkommen? Wenn der ganze Zeit sich... Och du Kacke. Och du Kacke. Nicht näher kommen. Natalia, ich bin Lotti. Freut mich sehr. Freut mich auch sehr. Lotti? Lotti, wo bist du denn hin? Was ist los? Natalia? Hä? Du siehst aus wie ich? Oh, ich bin du. Sag, warum bist du so aufgebracht? Ich finde Lotti nicht. Sie ist meine Freundin. Oh, was für ein Zufall. Sieh mal, ich habe einen Brief von Lotti. Natalia, warum hast du mich zurückgelassen? Magst du mich nicht mehr? Ich bin jetzt so allein. Bin so traurig, ich könnte mir die Augen ausreißen. Ich hab sie nicht zurückgelassen. Würde ich niemals. Dann solltest du es ihr sagen. Sie hört sich an wie ein Bär im Abgrund. Vielleicht können wir Lottis Spur aufnehmen. Und somit ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Resident Evil Revelations 2. Ja, ich habe es angekündigt, ich werde doch die DLCs spielen. Little Miss und The Struggle, die Prüfung und hier kleine Frau. Da es doch ein bisschen zur Story beiträgt, ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, aber mich nicht gespoilert. Also von daher, werden wir mal schauen, was hier genau passiert. Also von daher, sehr interessant schon jetzt hier, wie es beginnt. Wer vor allem die zweite Dame ist, dass es quasi zwei Natalia sind, wahrscheinlich eine gute, eine schlechte Seite, wer weiß. Jetzt mal schauen, was hier passiert, bin auf jeden Fall gespannt. Gott sei Dank ist das Spiel noch nicht fertig, ist Bayern, cooles Resident Evil, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, wir werden jetzt hier durch Little Miss durchstreiten und hier alles erforschen. So, Natalia. Natalia verfügt in dieser Episode nicht über ihre Wahrnehmungen. Wenn sie vom Gegner ausgespürt werden, ist die Mission gescheitert. Die dunkle Natalia kann sich frei bewegen, ohne vom Gegner gesehen zu werden. Sie kann außerdem den Aufenthaltsort von Gegner spüren. Natalia gelangt zum nächsten Abschnitt, indem sie Lottis Briefe findet. Na super. Ich freue mich. Aber ich kann ja nicht mal Charakter wechseln. Ja, toll. Ist ja heftig. Vor allem, ich denke jetzt, da wir ja... Wahrscheinlich müssen wir mit Natalia... Was machen wir? Es bringt dich um, wenn es dich sieht. Ist nicht wahr. Das wird es nicht. Ich bin vorsichtig. Ich kann nicht wechseln. Vor allem müssen wir wahrscheinlich jetzt mit Natalia raus aus dem Ding und natürlich zum... Anfang, wo wir mit Barry gestartet sind. Ja, sie kann laufen, weil ihr nichts passiert. Ach du Scheiße.
Ist ja Schleichmodus hoch 10, hä? Wie das aussieht, da liegt doch was. Oder? Nein, okay, ist nur Wasser. Okay. Pass auf, da ist noch eins davon. Echt? Wo? Ich sehe nichts. Ah, ich Charakter wechseln. Soll ich dir zeigen, wo? Dunkle Natalia. Die dunkle Natalia kann Natalia die Position eines Gegners andeuten, indem sie mit dem Finger zeigt. Die dunkle Natalia kann jedoch keine Türen öffnen oder wichtige Objekte aufheben. Benutzen Sie die Fähigkeit der dunklen Natalia, um Natalia zu ihrem Ziel zu leiten. Aber es ist zu gefährlich. Ich habe keine Angst. Die können mir nicht wehtun. Ja, ich kann ja nur so hinstrecken, aber sonst kann ich da ja nichts machen. Ich kann nur hinzeigen, oder? Ja, super. Das konnte ich ja davor auch. Aber das Ding ist, da vorne ist ja nochmal so ein Viech. Ah, meine Tastatur macht sich gerade wieder selbstständig. Geile Scheiße. Nein. Gott sei Dank sieht er mich nicht. So. Nein. Meine Tastatur macht sie immer selbstständig. Das ist unfassbar. Guck mal. Ich kann mich drehen. Ohne dass ich mich bewege. Manchmal. Das ist aber die Frage. Was passiert? Ja, sie sehen mich ja nicht. Das ist ja klar. Aber das Ding ist ja. Das sieht mich doch trotzdem, auch wenn ich jetzt hier nachher laufe. Oh Mann, hey. Immer diese Stealth-Aktion. Ja, du kannst ruhig. Ich bin, da brauche ich gar nicht schleichen. Ich hab trotzdem. Eigentlich müsste ich hier erst hin. Sobald der umdreht, zurückrennt, kann ich dahin. Oh Mann, diesmal kein Geballere. Diesmal kein Geballere, diesmal nur chillig. Mit Natalia. Hier durch die Monster spazieren. Geiler Scheiß. Ich freue mich sehr. Vor allem, da die dunkle Natalia ganz creepy rumlaufen kann und nichts. Das ist doch eine Fata Morgana, oder? Was ist mit der? Warum wird sie nicht wahrgenommen? Ja, das ist mal eine gute Frage, hä? Vorsichtig. Vorsichtig. Wie dreht er sich um? Na egal. Wir laufen jetzt einfach. Okay, gut zu wissen, dass die andere auf jeden Fall nichts aufnehmen kann. Wir suchen Lottie. Und wie wir wissen, hat ja Alex Lottie ja quasi ans Brett genagelt. Oh, super. Super duper. Noch mehr solche da tollen Geschöpfe. Ist die Frage. Ach du Scheiße. Und wie soll man da durchkommen? Wenn der ganze sich. Och du Kacke. Och du Kacke. Nicht näher kommen. Hä? Wie geht das? Wohin? Das ist ja auch nichts. Huh? Nein! Verdammt! Ich hab mich gerade voll erschrocken. Hä? Was ist jetzt? Bewusstsein verloren. Okay. Einfach weil sie einen Herzinfarkt kriegt, oder? Aber wenn wir. Oh Mann. Ja, aber die Frage ist. Wie dann? Wie lang? Wie lang? Wie dann? Vor allem, er dreht sich ja um. Hm. Kann ja nicht wahrgenommen werden. Oh, Hilfe. Ja, was bringt es mir?
Gar nichts. Ah, ich muss da lang. I understood the shit now. Gut zu wissen. Also das heißt, wenn ich umdreht. Ich hab gar nicht, ich muss geradeaus. Da hab ich gedacht, ah, oh, geht doch nicht. Ist der hässlich. Die sind nicht schöner geworden. Kann ich den anfassen? La la la. Dreh dich nicht um. Ich gehe weg von dir. Ich komm nie wieder. Dumm, 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 dumm. Bist du wirklich ich? Bin ich. Aber wie ist das möglich? Wen kümmert's? Mach dir lieber Sorgen um Lottie. Sie ist alles, was dir bleibt, nicht? Mach dir Sorgen um Lottie Carotti. Den sehe ich ja, aber sieht er dann mich? Je nachdem, wer sich dreht, oder? Ach du Kacker. Hilfe! Ihr dürft mich ja in dem Sinn nicht sehen. So, wo müssen wir denn eigentlich lang? Dass sie nicht wahrgenommen werden kann? Ich lauf jetzt einfach mal hier rum. Da hoch. Okay. Nicht, dass hier irgendwie Wasserpfützen noch auf Platsch, Platsch. Eigentlich sollte ich mich ja umgucken. Nicht, dass hier irgendwie Briefe liegen. Das wäre ja auch nicht schön. Dass die voll verpasst, die ganzen Briefe. Aber ich glaube nicht, dass sie das sowas machen. Wäre ja ein wenig unfair. Schleichmodus, Activation. So, den Weg sind wir nämlich auch schon mal durch. Wir kennen diesen Weg. Bleib in der Nähe. Warum? Wo ich dich sehen kann. Mach ich. Weil da einer ist. Ist aber die Zeit, wo wir hier noch nicht waren. Okay, der guckt ganz in die eine Richtung. Wo bist denn du? So. Jetzt wird es erst gleich mal spannend. Weil der eine läuft nicht. Was habe ich mir da angetan, hey? Ich weiß es nicht. Manch munkelt nur. Ach, man hätte auch hier runter können. Ich laufe alle 6000 rum. Ich volldubel. Aber der guckt genau in meine Richtung. Ah, ich muss hier nur rumschleichen. Ah. Ja dann, aber hier. Ja, bleib doch da vorne. Ich komm doch. Ach scheiße, der sieht es da, hä? Wie, warum sieht er das? Muss ich näher ran oder was? Ah, fuck. Das ist doch gar nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe. Oh. Ja, Moira. Moira spielen wir schon lange nicht mehr. Nur, dass ich dich sehe. Wo ich dich sehen kann. Ja. Ich muss außen rum, genau, weil sonst wird er mich sehen. Es ist schon... schon schlau gemacht. So. Ich kann ja nur entweder ganz hinten an der Wand entlang laufen oder direkt an der Kiste entlang. Dass er mich einfach nicht sieht. Eben. Einfach zu weit von der Kiste entfernt. Frage ist, sieht er mich? Ich komme nicht weiter zurück. Ich muss... Hilfe! Okay, er sieht mich nicht. Ja, das ist echt, echt schwer. Echt sagen. Aber ich sag, ich muss... da runter! Nee, oder? Du bist voll laut. Die ist voll laut. Und dann muss man hinten dran. Oh Mann, ey.
Aber die Monster sind später gar nicht mehr da. Das ist voll komisch. Und noch diese Kindheitsmucke, die gruselig verpackt worden ist. Ich brauche eigentlich Briefe, aber ich finde keine Briefe. Das dauert wahrscheinlich. Gegenstände habe ich auch noch keine gefunden. Okay, erstmal ist hier nichts. Hallo, ich bin der Neue. Erinnerst du dich, was auf dieser Insel passiert ist? Nein, nur, dass es etwas Böses war. Nur, dass es etwas Böses war. Aber was es genau war, man weiß es nicht. Gut, weiter geht's. Aha, hier sind wir also. So, erstmal Ausschau halten. Da ist Meister Eder. Da hinten ist auf jeden Fall ein Item. Die Frage ist aber, also sie folgt mir aber nicht, hä? Das finde ich ein bisschen schade, dass ich immer wechseln muss auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss ich dauernd wechseln. Ich muss auf einmal rennen, sonst dauert es einfach zu ewig. So, hier liegt einfach gar nichts. Da ist eine Leiter nach oben. Was ist hier oben? So kann ich da hoch. Ist da irgendwas? Ich weiß es nicht. Nö. Der andere kommt wieder. Ich kann da hoch. Ich kann da durch. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Versteck, oder? Oder was bringt das mir hier? Einfach nur ein Versteck. Da hoch kann ich eigentlich einfach auch nur so. Weil ich es kann. Aber es bringt überhaupt nichts. Oh, Hilfe. Guck mal da. Dann siehst du wenigstens, wo er ist. Einmal runter. Actionreich, actionreich. Das ist diese Action leicht. Die Frage ist, wo campe ich nur? Denn der Double campt da nur. Ich muss mich eigentlich hier verstecken, bis er sich umdreht. Die Frage ist dann aber, kommt da noch mehr? Da geht es nur hoch. Ich guck mal, ob es hier irgendwo anders noch was gibt. Da hinten ist einfach was drin, aber da komme ich ja gar nicht rein. Ich hoffe, ich gucke jetzt nicht nach rechts. Okay. Hallo. Renn! Dass er das nicht hört, ist gut. So. Da ist doch noch mal einer, heim. Denke ich doch gerade. Irgendwo ist doch noch mal einer. Da hinten ist einfach hier mal einer. Komm, renn. Renn! Ist das ein Brief? Da ist ein Brief. Er ist von Lotti. Vielleicht von Lotti Carotti. Lotti? Wo bist du? Ah, nächste Episode. Ah, so läuft das. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Brief, weiter geht das dann. Gut, okay. Wo mich die Reise hinführt, das weiß ich nicht. Das werde ich nochmal rausfinden. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen von dem DLC Little Miss. Lasst einen Daumen da und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und seid im nächsten Part dabei, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht. Und was dann am Ende noch passiert. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!